everything changes. Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen LS17 auf der Lossberg. Und wir sind gerade an der Ernte und wir ernten Roggen. Das erste Mal in meinem Leben ernten wir Roggen. Wir haben den neuen Traktor hier auf dem Feld geholt. Den Same, den haben wir uns gestern gekauft. Gestern, ja. Auf der Karte war es halt gestern. So, wir haben da einen Helfer eingestellt. Ich bin hier wieder allein unterwegs. Und wir wollen das nachher natürlich verkaufen. Ich habe festgestellt, mein Drescher ist viel zu klein. Der hat so kleine Arbeitsbreite, das geht hier gar nicht vorwärts. Also würde ich doch demnächst vielleicht mal versuchen, auf einen neuen Drescher zu sparen. Wir müssen aber erst noch die Ernte mit dem einfahren. Das dauert wahrscheinlich noch. Das ist das erste Feld, was wir jetzt abernten. Wir haben dann noch, ja, die ganzen anderen hier. Wie viel haben wir denn noch? Wir sind auf den 31. Wir müssen noch 23, 25, 26 und die 40, 39 haben wir einfach Gras. Da habe ich letztens noch Heu gemacht für die Kühe. Die haben jetzt Heu bekommen und irgendwie kann ich den Kuhstall nicht ganz gut putzen. Da will ich mir eigentlich auch noch was holen, damit ich da den Futtertrog vernünftig putzen kann. Und vielleicht reicht das hier gerade die Roggenernte dafür und dann können wir da wieder ein bisschen was investieren hier. Und wir sehen, das sieht eigentlich ganz anders aus hier. So, mal schauen, ob er uns das hier reinmacht noch. Jawohl, wir brauchen auch größere Anhänger. Jetzt, wenn wir einen stärkeren Traktor haben, könnten wir eigentlich auch mit größeren Anhänger fahren. So, 70% haben wir schon. Ich glaube, ich fahre nämlich gleich mal los, gebe das ab. Das werden wir eigentlich, glaube ich, auch tun. Und dann kann der hier noch weiter dreschen. Viel hat er ja eigentlich nicht mehr. So, wir haben fast 80%. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Wir fahren mal hier oben lang, über einen Kuhstall vielleicht. Oder kann ich da hinten... Nein, da kann ich nicht lang fahren. Wo gibt es eigentlich den besten Preis? Güterbahnhof. Wir müssen zum Güterbahnhof. Wir fahren über den Kuhstall Richtung Güterbahnhof und kaufen uns dann noch vielleicht einen größeren Motor. Der hat jetzt bloß 163 PS. Ich glaube 163 oder 165. Jedenfalls noch den kleinen Motor drin. Der soll dann natürlich noch den größeren hier bekommen. Aber wir brauchen erst wieder Knete. So, kann ich jetzt da geradeaus auch fahren. Wir fahren mal da lang. Ist wahrscheinlich falsch, aber wir fahren trotzdem mal hier lang. Fährt sich gerade so gut. Geht recht schnell. Hier könnten wir hier hinten abgeben. Ist aber leider nicht der Güterbahnhof. Ist zwar auch eine Abgabestelle. Aber wir fahren da wieder auf die Hauptstraße zurück. Das geht schon. Da kommt nichts. Andere Seite wahrscheinlich schon. So. Cool. Jawohl, und wenn wir da einen größeren Motor in den Traktor haben, dann können wir natürlich auch noch andere Anhänger kaufen. Momentan, glaube ich, rentiert das noch nicht so gut. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Ich kenne mich da gar nicht aus. Wir müssen geradeaus weiter. Okay. Hier wird denn der Schweinestall und die BGA. Alles im einen Hof. Werden wir sicher auch irgendwann noch zukommen.
Genau, wir müssen da hinten hin. Da hinten ist der Güterbahnhof. Also die Karte ist ja eigentlich nicht so groß. Aber ich habe eigentlich auch noch nicht alle Wege hier erkundet. Aber ich bin hier schon mal lang gefahren. Aber wie ihr wisst, spiele ich ja nicht bloß auf einer Karte. Von daher ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich auf jeder Karte gleich zurechtzufinden. So, jetzt mit dem Blink. Oh! Den Blinker wollte ich anmachen. Verdammt! Das tut mir jetzt aber leid. So, nochmal den Blinker. So kurz auf die Waage und dann gehen wir das ganze Zeug mal ab. So, ein bisschen über 20.000. Mit dem Gerät natürlich. Es wiegt natürlich alles. So, da ist noch offen. Können wir es direkt da reinkippen. Wieso kippt dann jetzt auf die Seite? Eieieiei. Okay, 7.000. Hinten gibt es jetzt nicht ganz so viel. Jetzt. Okay, der kippt es auf die richtige Seite. Okay, fast 30.000 haben wir jetzt. Können wir gleich noch das Teil da holen für den Kuhstall. So, das ist ja aber auch was eng. Oder nicht? Da kann noch kein Traktor langfahren. Wenn wir da einen richtigen fetten Traktor hätten. Ich glaube, da mit Zwillingsbereifung kommen wir da gar nicht raus aus dem, vom Händler. Okay, und muss ich mal schauen. Ich glaube, es ist unter Diverses. Genau da. Damit können wir da super alles putzen. Hätte ich denn mal, wäre ich der Meinung. Mit dieser Maschine stellst du den ursprünglichen Feldzustand wieder her. Feld löschen. Mit den Rabaut Kehrmaschine können Reifenspuren entfernt, die Futterstellen der Tiere sauber gehalten. Überreste und Ablagerung entfernt sowie Feldfrüchte und Felder zurückgesetzt werden. Also wenn ich damit drüber fahre, ist alles weg. Quasi. Auf Deutsch. Okay. Wo ist denn das jetzt? Habe ich das jetzt nicht gekauft? Da liegt's. Da liegt es. So sieht das Teil aus. Okay, eigentlich ne. So andersrum. Nein. Das, wenn ich das runterlasse. Aha, so kann ich meine Reifenspuren löschen. Quasi. Jawohl. Mache ich alles weg. Kann ich schön putzen. Okay. Einfach bloß drüber fahren. Kann ich das da. Kann ich das auch bewegen? Ich kann es irgendwie nicht einschalten. Ja gut, das funktioniert ja. So, dann fahren wir damit mal zurück und das gehen wir gerade beim Kuhstall wieder ab. Ich könnte jetzt natürlich hier noch die Straße putzen. Moment mal. Was mache ich denn heute wieder? So, jetzt da. Jawohl, schön meine Reifenspuren hier im Bürgersteig ein bisschen putzen. Kann ich alles reinigen? Okay, das reicht. Fahren wir wieder zurück. Können wir sogar das Feld sauber machen mit? Nein, wenn ich jetzt übers Feld fahren würde, wäre da wahrscheinlich hinterher wieder Gras. Könnte ich gerade alles platt machen auf dem Feld. So, wir fahren hier links rum.
dann fahren wir nachher über den Kuhstall und lassen das Teil mal beim Kuhstall liegen. Und wir sparen jetzt für einen neuen Drescher, glaube ich. Mit dem, was wir haben, der hat einfach so eine kleine Arbeitsbreite, das gefällt mir eigentlich nicht. Den verkaufen wir wieder und kaufen dann da einen etwas größeren. Und dann kommen wir da eigentlich schneller voran. So, hier kenne ich mich schon ein bisschen aus. Da kommen wir direkt zu unserem Hof und dann fahren wir da eigentlich oben beim Kuhstall durch, sage ich mal. Und dann können wir wieder zum Feld. So. Ich glaube, Traktoren haben wir jetzt eigentlich 3 Stück. Zwar nicht die PS-Monster, aber das sollte, glaube ich, erstmal reichen, meiner Meinung nach. So, genau. Da steht unser Kumpel hier. Wir lassen das mal da liegen. Fahren hier weiter. So sieht das hier eigentlich aus. Wir haben da schon ein bisschen Silage versucht zu machen. Können wir da natürlich Gras reinschmeißen und drüber fahren und nachher fürs Kraftfutter. Wir machen dann bald mal Kraftfutter, damit die Kühe da was Vernünftiges zu beißen haben. So, der Drescher steht da unten schon, der ist fast fertig. Wir düsen ja schon hin. Oder der ist fertig. Fährt er noch? Ich weiß es nicht. Oder steht er? Ne, der fährt noch. Wir kommen genau rechtzeitig. Wahnsinn. Wie abgemacht hier. Dann können wir den nämlich gleich aufs nächste Feld schicken. Hey Kumpel, fahr noch ein Stück zurück. Genau. Du kannst das schon reinbunkern. So, jetzt komm, dresch doch. Wieso macht er jetzt nicht weiter? Irgendwann wird der Drescher, der ist nämlich nicht so günstig im Unterhalt, irgendwann können wir uns den gar nicht mehr leisten. Und ich sagte, der, was hat der 5 Meter, 4, 5 Meter Arbeitsbreite oder so? Das ist denn schon nicht so der Hit. Das wäre natürlich auch cool mit einem größeren Bunker. Mit einem größeren Kornbunker, dann müssten wir da nicht so schnell. Oh oh. Hinten sollte ich eine Plane drüber machen. Sonst schmeißt er mir das gleich da rein. So, ist er jetzt fertig. Moment mal, wie mache ich das wieder? So und... Nein. So. Andere Taste, andersrum. Sieht doch eigentlich nicht so schlecht aus. Können wir eigentlich nachher gerade den Grubber drüber jagen. Und dann gerade wieder ansehen hier. Jawohl, und dann kann der eigentlich gleich hier drüben auf das andere Feld. Weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. So, ich lasse den mal hier kurz stehen, den Trecker. So, fahr da selber mit dem Ding. Nehm da die Reste noch mit. Ja, das bringt wahrscheinlich nicht viel. 21, 27, das sind vielleicht 10 Cent. Wenn überhaupt. Da gibt es noch einen kleinen Schwung mehr. Okay, das lassen wir. Das dauert zu lange. Das kann ja kein Mensch zahlen, wenn wir da noch die ganzen kleinen Helmchen, Strohhelmchen da mit abmachen. So, drüben habe ich, glaube ich,
So, ja. Okay. Wir da gleich wieder den Helfer starten. War das eine gute Idee? Ich fahre da, glaube ich, einmal selber drum rum. Das ist hier bei der Lostberg, ist das eigentlich noch gut, wenn wir hier einfach das Vorgewände ringsherum einmal wegnehmen. Einmal außen um das ganze Feld drum fahren. Dann hat der Helfer nachher nicht mehr so Probleme, um zu erkennen, wo ist jetzt das Feld zu Ende und wo geht das da weiter. Gut, bei denen ist es hier noch recht übersichtlich, das Mähwerk. Da können wir eigentlich hier von innen drin, von der Kabine aus, das eigentlich gut steuern. Bei den Großen ist es dann natürlich, kann man das nachher kaum erkennen, wo das Mähwerk zu Ende ist und... So. Habe ich da noch eine Pflänzchen vergessen? Aber das macht nichts. Wir wollen ja bloß das Vorgewände hier außenrum wegnehmen. Wie wir sehen, hat der noch keine Klimaanlage drin. Der hat sogar noch ein Quecksilberthermometer oder so. Ganz altes Teil. Frisst einen Haufen Diesel. Rußpartikelfilter kennt der nicht. Aber sehr cool, damit sie auch ein paar ältere Geräte und nicht bloß die allerneuesten hier mit einbezogen haben im Landwirtschaftssimulator. Macht die ganze Sache ein bisschen realistischer. So, na das ist aber ein komisches Feld hier. Das ist recht... Das ist nicht rechteckig. Das sah von vorne, sah das eigentlich ziemlich rechteckig aus, aber das ist hier ziemlich verwinkelt und verwirrend. Aber ich denke, wenn wir das jetzt hier außen alles wegnehmen, dann sollte der Helfer das eigentlich schaffen, das Zeug da zu erkennen. So, noch hier mal lang und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Und da kommt da ordentlich was zusammen. Wir bringen das, wenn das keinen guten Preis hat, bringen wir das erstmal alles ins Silo, verkaufen das dann, wenn es einen guten Preis dafür gibt und kaufen uns dann vielleicht einen größeren Drescher, ein bisschen mehr Leistung, mit ein bisschen mehr Arbeitsbreite, mit ein bisschen größeren Korntank hier. So. Kann ich den jetzt hier so fahren lassen? Das nehme ich auch noch auf der Karte so. Wenn ich den hier schief ansetze, fährt der so weiter. Aber ich denke, wenn ich den jetzt da fahren lasse, dann funktioniert das. Jawohl. So, jetzt habe ich den noch gar nicht gewaschen hier. Den Massey Ferguson. Der hat auch bloß 100 PS. Aber da machen wir jetzt den Grubber ran. Vorne haben wir, glaube ich, noch das Gewicht. Jawohl, das passt. Da können wir nämlich das andere Feld schon grubbern. Das machen wir nämlich jetzt. Dann kommen wir da schon ein bisschen weiter. So, ich glaube, ich wasche den auch gleich. Der sieht aus wie die Sau. Den haben wir schon lange nicht mehr gewaschen. So, das macht doch einfach wieder einen besseren Eindruck hier. Die Geräte müssen natürlich gewartet werden und sauber gehalten werden. So, das Gewicht auch. Natürlich bloß ein kleines Gewicht für einen kleinen Traktor, 650 Kilo. So. So, die Sämaschine. Die Drille stellen wir hier wieder rein. Die kommt da beim...
bei der Schubkarre hin, ne? So. Gut, wo ist denn jetzt? Ich glaube, der Grober steht nämlich da. Und dann können wir da nämlich schon wieder aufs Feld dreschen. Brettern. Dreschen tut der Drescher. So, von hier drinnen aus, von der Kabine, sieht es natürlich verdammt schnell aus. Fährt aber bloß 40, das Teil. Aber hier mit den schmalen Straßen und den dichten Bäumen hier, sieht es natürlich verdammt schnell aus. Need for Speed im Landwirtschaftssimulator. So, jetzt steht da mein Traktor da noch im Weg rum. Der andere. Den nehmen wir gerade weg. Oh, jetzt hat der Helfer den Baum im Weg. Er hat ihn aber erkannt. Auch nicht schlecht, nehmen wir dann nachher weg. So, wir fahren hier, haben wir jetzt Platz. Können wir die Anhänger hier drüben hinstellen. So, den starten wir hier gleich und dann gehen wir noch zum Kuhstall. Wir wollen ja noch das neue Gerät da ausprobieren. So, der soll da erstmal grubbern. Das, was er nicht richtig macht, machen wir nachher richtig. Jetzt habe ich nämlich so schief angesetzt. Seht ihr das? Jetzt ist er nämlich da fast fertig. Naja, da fahre ich nochmal außen rum dann. So, genau. Und jetzt habe ich nämlich hier extra eine Schaufel gekauft, um das da drin zu putzen. Wir machen die jetzt mal ab. Schauen, ob das jetzt mit dem neuen Gerät da besser geht. Das wäre natürlich für uns viel einfacher. Das kurz rangemacht und durchgesaust hier. Schauen, ob wir damit reinkommen. Okay, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert tipptopp. Jawohl. Seht ihr das? Ha, ist das Ganze schon erledigt. Einmal durchgefahren. Das ist cool. Das gefällt mir. Ich glaube, den Kühen gefällt es auch. Jetzt brauchen wir nur noch den Futtermischwagen, um Kraftfutter herzustellen. Aber das liegt momentan noch nicht drin. Der ist, glaube ich, nicht so günstig. So, wo stellen wir das Teil denn hin? Ich glaube, das stellen wir hier neben dem Gatter hin. Und vielleicht noch ein Stück zurück. So. Okay. Das wäre das. Jetzt kann ich eigentlich hier die Geräte wieder versorgen und muss dann natürlich aufs Feld mit der Drille muss ich eigentlich aufs Feld. Und als nächstes werden wir doch mal Hafer machen. Hafer ist auch noch eine Frucht, die haben wir auch noch nicht gemacht. Eine Feldfrucht. Das wäre noch was, was wir machen könnten. So, wir versuchen es jetzt mal so rum. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe es so noch nicht gemacht. Natürlich funktionierend wird es schon. Aber ob ich damit zurechtkomme, können wir natürlich auch vorne dran machen, den Anhänger. Ah, da haben wir es nämlich schon. Ich muss ganz anders lenken. Aber es funktioniert. Beauty. Das Gewicht lassen wir noch hinten dran. Fahren wir zum Hof, holen mal die Drille. Ich mache hier noch weit. Wow! Gerade auf die Zeit geschaut. Ich mache hier noch weiter. Und wir sehen uns doch beim nächsten Mal. Da habe ich die Ernte wahrscheinlich eingefahren. Und wir können dann
Vielleicht können wir den neuen Drescher kaufen, ich weiß es nicht. Ich hoff's. Ich hoff's. So, ich glaube, den werde ich noch vorher waschen. Da kann man ja kaum noch aus den Scheiben schauen. Jo, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.